Wieder mal einen wunderschönen guten Morgen bei Wohnmobile Köhler in Illingen. Liebe Niki, die ich im Hintergrund schon sehe, ihr noch nicht. Ihr seht im Vordergrund nämlich diesen echt mega coolen Sunvan S10. Laut eurer Liste in Blaugrau. Genau, richtig. Hallo Tobi. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich wieder sehe. Wir sind ja mittlerweile ein eingespieltes Team. Genau. Und warten auf dieses Highlight und jetzt steht er da. Ja. Unser Sunvan S10 hatten wir ja schon mal in München letztes Jahr gesehen. Ja. Und wir haben jetzt hier eine besondere Ausstattung, unser erster Sprinter mit Offroad-Ausstattung. Und das ordentlich. Mhm. Wie man hier schon an den Reifen sehen kann. Da geht es ordentlich in die Höhe. Auf jeden Fall. Das ist ein bestehendes Kundenfahrzeug, der jetzt quasi schon kurz vor der Auslieferung ist. Genau, also er ist gerade kurz vor der Fertigstellung, sage ich mal, ja. Und ist ein Kundenfahrzeug. Geht in die Schweiz. Ich wollte gerade die Zuschauer raten lassen, wo er wohl mit diesem leeren Kennzeichenhalter hingeht. Von der Größe her ist es klar, du hast das gesagt, genau. In die Schweiz. Ja. Und das ist ein 19er, also nicht genau. Baujahr, sondern ein 319er genau, Sprinter 319er. Drunter. Genau. Also mit ordentlich Bums dahinter. Auf jeden Fall, genau. Allraddifferenzial und so weiter. Also der ist in der Ausstattung schon richtig gut bestückt. Ein paar Hilfen von hinten. Ich habe ja angefangen mit dem LED-Licht hier, um das auch mal zu zeigen. Unterfahrschutz. Genau, der hat auch einen Unterfahrschutz. Sieht man es bisher? Genau, hier vorne sieht man es auch. Sieht man gut, ja. Also, da geht was. Da kann er einmal bequem die Welt umrunden. Ihr das habt stimmt. auch eine Dieselheizung eingebaut mit dem Höhenkit. Genau, wir haben die Unterflur, die Standheizung bauen wir immer ein. Das ist also der Regelfall, außer es will einer wirklich hier durchs Wasser schwimmen, das als U-Boot nutzen, dann baut man eventuell andere Heizungen. Muss was anderes einbauen. Ja. Aber ihr das seid stimmt. ja da Gott sei Dank flexibel. Ja, also wir arbeiten da auch mit verschiedenen oder mit einem externen Ausbau zusammen, Aura fürs Offroad, genau. Das Schöne ist das Authentische, hier wird nämlich nebenbei gearbeitet. Ja. Also wie ihr hört, und das dürft ihr ja ruhig hören, wir wollen Werkstatt. Ja nichts verfälschen. Genau, die Werkstatt ist ja fleißig dabei. Wo wollen wir denn anfangen, meine Liebe? Wollen wir mal reingehen? Gehen wir gleich mal rein, oder? Ja. Wird man sich jetzt gleich mal wundern, weil der Einstieg ist natürlich auch ein bisschen höher. Genau, also standardmäßig ist hier eine elektrische Trittstufe dabei. Genau. Der Kunde wollte jetzt keine, deswegen ist hier einfach ein bisschen höher. Der wollte einfach die Bodenfreiheit haben. Aber wir sind ja beide gelenkig. Sportlich. Und notfalls gibt es die Räuberleiter, habe ich vorhin schon gesagt. Gehen wir da direkt rein. Genau. Guck mal, hier kann man gleich mal eine Besonderheit zeigen. Und zwar haben wir den Kühlschrank hier an die Ecke untergebracht, weil man den natürlich einmal von innen aufmachen kann, wenn man natürlich drin ist. Aber man sitzt ja natürlich im Urlaub auch gerne draußen. Deswegen, tada, auch von außen zu öffnen. Für mich die absolute Innovation der letzten Jahre. Sehr auf praktisch. Dem Kühlschrank steckt er. Ja. Längst überfällig. Das sage ich immer wieder, ich bin begeistert. Sehr praktisch, gerade bei den kompakten Fahrzeugen. Ja, und natürlich Kompressor. Für die, die es jetzt nicht so kennen, füge ich immer noch mal an. Kompressor, da braucht man noch ein bisschen mehr Batterie, aber da bist du halt immer weltweit bei allen Außentemperaturen gleich kalt im Kühlschrank. Eben, ganz genau. Und hier haben wir eine Dinette für 3 Personen. Mit der genug sitzt, Platz. Machen. Wir reden jetzt hier von einem 6-Meter-Auto, gell? Ja, genau. Also wir sind bei 5,93 Meter. Ja. Genau, die da dürfen wir Meter aufrunden. Aber wie gesagt, wir haben da nur Einzelbetten, die seht ihr gleich, also in Längsrichtung. Deswegen bleibt hier natürlich trotzdem viel Platz. Ja, also wir haben eben versucht, das alles in eins zu bekommen. Hier die Dinette mit für 3 Personen. Ja. In dem Fall haben wir jetzt auch nur 3 Sitze drin. Die sind standardmäßig drin. Und normalerweise wäre hier nochmal eine Schiene drin bei den Standardfahrzeugen. Und man könnte sogar zum Fahren noch einen 4. Sitz unterbringen. Ja. Aber zum Essen natürlich nicht, weil da wird es dann einfach zu eng dann. Den S10 gibt es bei euch so, aber man kann natürlich individuell etwas abwandeln auf den Kunden zugeschnitten. Das stimmt, genau. Also, dass man da einfach noch mal ein paar individuelle Sachen einfach machen kann. Also klar, der Grundriss ist so, aber so ein paar kleinere Dinge kann man dann natürlich noch nach Kundenwunsch einfach anpassen. Den Stecktisch natürlich komplett rausbauen, wenn du ihn nicht brauchst. Einfach kurz abziehen. Ne? Ja, genau. Also der Sitz ist zum Abschrauben und die Platte kommt dann hier hinter den Sitz, wird die verstaut. Ja, ja. Also wirklich kompakt. Schon schön mit dem Leder. Es duftet auch so herrlich nach Neufahrzeug. Ich glaube, ich mache den Job auch deswegen so gern, weil ich immer in Neufahrzeugen rumschnüffeln kann. Ja. M-Box vorn drin, also hier gibt es die Vollausstattung der großen Klimaanlage. Genug Stahlraum. Wir haben auch gerade noch mal die Innenhöhe gemessen und wir waren auf 1,87,3, genau. Ich gehe extra mal ein bisschen weiter weg, dass man das Größenverhältnis sieht zwischen dir und dem Auto, wollte ich schon sagen. Aber das reicht durchaus.
Ja, man muss natürlich hier spekulieren. Unten brauche ich das alles für Allrad und Technik. Eben. Und dann gibt es ja auch mit Hochdach und Superhochdach. Ja. Diese Fahrzeugvarianten gibt es. Also wir haben jetzt, unsere Möbel sind jetzt genau für die Höhe natürlich ausgerichtet. Aber man könnte jetzt noch ein Schlafhubdach drauf machen. Gibt es da inzwischen von SCA, dass man dann nochmal zwei Schlafplätze natürlich auch hat. Und ansonsten, wir bauen ja auch nur Dächer aus. Genau. Und da bauen wir natürlich auch die Dächer, die auf dem Markt sind. Perfekter Hinweis auf das demnächst herauskommende, sagen wir jetzt mal, unser Dachspecial. Ja, da bereiten wir was vor. Das gibt es in ein paar Wochen dann auch auf diesem Kanal und bei euch zu sehen. Ganz genau. Dann werden wir mal wirklich ein Dachspecial machen, weil da hat der liebe Peter Köhler, dein Vater, gesagt, sowas gibt es noch nicht, dass einer wirklich mal darauf eingeht. Ja, das ist auch so unsere Kernkompetenz. Ja, genau. Muss man mal alles zusammenfassen. Das da oben hat man natürlich die Ausstattung mit den Schaltern. Genau, Photonik, Wechselrichter und Solaranlage, alles schön gesteuert. Inneneinrichtung, der Bezugsstoff, den wir natürlich hinten noch besser sehen, der ist ja wieder flexibel, gell? Das stimmt. Also wir haben hier jetzt, der Kunde wollte es jetzt einfarbig haben. Normalerweise machen wir es immer zweifarbig, unten eine Farbe, oben eine andere Farbe. Aber da gibt es eine ganz große Farbpalette, welche Farben einfach der Kunde haben möchte. Da haben wir dann einen ganzen Katalog dann davon. Da sind wir ja schon kurz drauf eingegangen, auch in unserem letzten Video. Das stimmt, genau. In dem wir euren tollen Showroom nochmal hergezeigt haben. Ja, genau. Da hast du ja viel, oder habt ihr miteinander viel Lob bekommen dafür, weil sowas sieht man selten. Also an den Kommentaren konnte man lesen, das ist wirklich mal eine coole Geschichte gewesen. Ja, einfach mal ein bisschen was anderes. Kochfeld und so weiter ist standardklassisch. Ja, da haben wir zwei Kochfelder hier mit Gasanlage natürlich drin, wenn du mal kurz gucken magst. Genau, weil es ein Schweizer Fahrzeug ist, sehen wir dann hinten auch die Campinggasanlage, wurde eben speziell dann auf diese Verhältnisse abgestimmt. Das stimmt. Ja, aber das reicht ja alles voll und ganz. Super. Von der Inneneinrichtung haben die aufmerksamen Zuschauer, die das letzte Video gesehen haben, schon gemerkt, hier gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Genau, also wir haben zum einen eben das Titangrau, dann haben wir noch das Ahorn. Und aber unser Schreiner kann dann gerade beim Sprinter auch nochmal individuell, was er so an Standardfarben auch hat, zum Beispiel irgendwie Eiche oder sowas, kann er dann natürlich auch einbauen, genau. Sag mal, wie hoch ist denn das Auto? Wir haben zwar von der Innenhöhe 2,80 ist er außen. Alles klar. Ja. Ich merke schon, ich brauche auch schon meinen langen Arm, weil ich ja nach außen rumlaufe. Ja, doch. Also er ist recht hoch. Jetzt sind wir ja in der Nähe des Bads. Vielleicht sollte man das gleich mal mitnehmen. Mhm. Und da gibt es eine kleine Überraschung da unten. Die werdet ihr gleich sehen. Jawohl, da kann ich mich gut draufhalten. Aber das erklärst du uns wahrscheinlich besser, gell? Genau, das ist hier die Trenntoilette von TomTour. Ja. Wir haben jetzt hier ein 3D-Modell, da die erst ungefähr in der zweiten Jahreshälfte werden die erst ausgeliefert. Und da haben die uns extra ein 3D-Modell zur Verfügung gestellt. Ist jetzt hier die kompakteste Trenntoilette zum Einbauen. Genau. Und hat ein elektrisches Rührwerk dann auch, wird getrennt zwischen Flüssig-Feststoffen und hat dann noch so einen Abluftmöglichkeit und von dem her. Aber schön, dass man schon mal sieht, so fängt auch der Toilettenbau an. Alles mit Modell, so ist es mal. Ja. Danke an die Trenntoilette. Ja, interessant ist es natürlich schon, weil dieses Toilettenthema natürlich immer mehr kommt. Gerade in den individuellen Fahrzeugen, Ausstattungen, da will man weg von der Chemie. Ich verstehe das gut, ich muss damit vorlieb nehmen, weil die Volumenhersteller sowas noch nicht machen. Aber bei euch kann man sich die Art... Genau, kann man sich's aussuchen, ob Chemie oder Trenntoilette. Genau. Das stimmt. Wenn man... Können wir noch mal kurz in den Waschraum? Wir haben hier auch noch einen ausziehbaren Wasserhahn. Ja, komm, da lasse ich dich mal hin und ich komme ein Stück zu dir. Wir sind natürlich alle maskiert, ist ja klar. Nicht wegen Karneval, sondern ihr wisst schon, wegen Corinna. So, guck mal hier. Ist natürlich sehr praktisch. Also wir haben jetzt hier keine Dusche drin. Ja. Es wäre aber natürlich auch möglich, hier eine Duschwanne reinzumachen. Genau. Man müsste allerdings halt noch einen kompletten Vorhang reinmachen. Und wir sind jetzt nicht so der Fan von im Fahrzeug duschen. Ja. Aber wie gesagt, nach Kundenwunsch ist da natürlich auch alles möglich. Ja, das ist auch immer ein Punkt, wo sich Spreuenweizen trennt. Mhm. Aber Platz ist erstaunlicherweise noch viel. Ja, einfach dadurch, dass es hier angeschrägt ist. Ja, ja. Und wir haben hier trotzdem noch Schwenk. Schwenk. Genau, zum und jetzt kommt das Wichtigste, genau, die Einzelbetten. Große Bett. Wir haben eben das Längsbett. Mhm. 1,45 x 1,96 von den Maßen her. Wollte gerade sagen, soll ich jetzt meinen Meterstab rausholen? Nein? Du weißt es genau? Ja.
Ja. Und das ist eine Menge, weil ja der Sprinter mit Querliegen eigentlich so gut wie gar nicht geht, weil er einfach zu schmal gebaut ist, was jetzt zu schmal nicht, aber schmaler gebaut ist. Und da bist du natürlich gut aufgehoben. Und es war uns einfach sehr wichtig, einfach diese Längsbetten, weil es einfach bequemer zum Aus- und Einsteigen dann einfach auch ist, wenn man zu zweit dann auch da schläft. Und schau mal, hier haben wir noch die Federteller, dass man auch bequem natürlich schlaft, was so natürlich unser wichtiges Thema ist Klar. bei uns. Bei unseren ganzen Modellen. Ja, als Kühler guckt ihr auf diese Details. Ja. Da seid ihr schon so lange auf dem Markt, dass man das auch weiß. Und wie kommt man jetzt in das Bett rein, wenn man nicht so groß ist wie ich zum Beispiel? Tara, da haben wir noch was für euch vorbereitet. Eine Trittstufe, die hier ganz versteckt ist. Und dann kann man hier ganz bequem dann hochsteigen. Ja, ist genau der Ausgleich, den man braucht. Ja. Und was auch möglich ist, jetzt das Bett, also man kann das Polster, man sieht es ja hier schon, das ist zweigeteilt, kann man zusammenklappen, wird an den Rand gestellt und dann kann man die ganze Bettplatte hochklappen und wird dann arretiert, deswegen ist da auch der Gurt. Ja. Und dann kann man dieses hier, also das ganze Element hier an der Seite, kann man komplett rausnehmen. Ja, diese Schottwand, sage ich immer dazu, kann man komplett rausnehmen und dann hat man natürlich eine riesen Durchladefläche. Ja, falls du da surfen gehen willst oder sonst was, dann schiebst du was durch, das ist cool. Oder große Fahrräder rein mit Schottwand nach hinten, wie auch immer. Ja. Ja, schön. Schön gemacht. Hier ist noch ein Fangnetz dabei. Das ist auch vom Kunden speziell ein Wunsch gewesen, dass das noch mit reinkommt. Könnt ihr dann für eure Kinder nehmen oder wenn man Hunde fährt. Ich habe gehört, hier ist auch ein Hundefan und der nimmt seine relativ großen Tiere mit oder sein großes Tier. Und dann gehört das natürlich auch zur Ladegutsicherung. Das ist so. Eben. Ja, leider ist ja gesetzlich ein Tier immer noch eine Sache. Tut uns Tierliebhabern immer weh, aber es ist halt mal so. Stimmt. Ja, cool. Also das ist natürlich schon ein Gerät. Was haben wir da vorne jetzt, bevor wir natürlich hinten noch aufmachen? Wir sind schon wieder bei, Wahnsinn, 12 Minuten. Siehst du, wie die Zeit vergeht. Haben hier noch Dachhauben, haben wir hier zwei Stück noch untergebracht. Und da gibt es auch verschiedene Ausstattungen. Gibt es auch welche mit Echtglas. Ja. Genau. Oder der Standard, den man kennt und so weiter. Ja. Was man ja sieht bei den Klappen hinten schon, ihr habt überall Rollladenschränke drin, klar, dass nichts im Weg steht. Gell? Ja. Ich komme mal von hinten dazu. Ja. Ich mache mal auf, ich gehe mal durch die Hecktür. Nachher schauen wir uns das natürlich nochmal geschlossen an. Hallo. Hallo. Wir sind, sage ich jetzt mal, wir. Also hier haben wir wirklich viele. Ja, da ist gut Staumöglichkeit. Genau. Hoppala. Geht natürlich leichter, wenn man im Bett ist oder sonst was. Logisch, weil die Rollos gerade geführt werden. Ja, das ist vollkommen logo. Also da haben wir doch einiges an Stauraum. Also hier geht es auch noch ein bisschen tief runter. Ja. Und nach unten hin natürlich auch durchgängig. Ist mir meine Kamera. Oh, ja. Zack. Weil ich muss natürlich auch ein Stück greifen. Dann kommt das Kabel hier rein. So, gehen wir nochmal rein. Das können wir schnippeln. Das sieht man richtig gut hin. Haben wir gut gesehen. Prima. Aha, da oben ist so eine Ablage entstanden. Genau, sehr praktisch. Ist praktisch, Durchgängige Ablagefläche. Ja. Ich finde das auch richtig schön, diese Wandbespannung. Ja, doch, das ist echt so ein schöner Stoff. Ja. Ganz angenehm auch. Weil meistens ist das ja nur eine optische Täuschung, dass man die Optik vortäuscht. Aber hier ist die Haptik auch einfach das Gewebe. Genau. Das macht es sehr wohnlich. Eben. Sehr cool. Zweiter Schrank, da darf ich auch aufmachen. Ja. Ich bin ja so neugierig. Eine Klappe. Aha, ja, auch jede Menge Platz noch dazu. Und hier sieht man auch dieses Band. Genau, dann, die Halterung, dass da dann einfach die Klappe befestigt werden kann. Genau, weil das sieht man hier ganz gut, wie das geteilt ist. Da klappt es dann hoch, meine lieben Zuschauer. Ja, geh doch mal ein bisschen weiter weg, um das zu sehen. Das ist auch ein riesen Türausschnitt. Und vor allem, es ergibt sich natürlich drunter ein super cooler Start. Ja, auf jeden Fall. Also kann man auch zum Beispiel ein kleines Motorrad kann man da sogar beladen, Fahrräder natürlich. Ja, ja. Also wir hatten auch schon Bodenschienen drin, da hatten wir auch mal selber ein Video noch zugemacht. Stimmt, genau. Mit dem elektrischen Einzug. Links mache ich auch mal auf. Mhm. Da sieht man nämlich das vorhin schon angesprochene Campinggas. Genau, da sind jetzt die 3-Kilo-Flaschen drin, zwei Stück. Allerdings standardmäßig passen da 2 5-Kilo-Flaschen rein. Genau, würde ich sagen. Der Kundenwunsch dann da, Schacht ist um groß die genug. 3 Kilo zu nehmen. Mit dem und dann auf der Seite, da ist dann auch nochmal Stauraum. Da machen wir meistens dann Tische, einen Tisch rein und Stühle. Genau, der perfekte Ausschnitt. Ja. Was er jetzt nicht hat, wundert mich fast. Hängerkupplung, aber wollte halt nicht. Nee.
Aber kann man natürlich in dem Fall nicht, aber ist natürlich auch alles dazu buchbar. Ja, eben. Darum sprechen wir es nochmal an. Auch die Parksensoren, da hat natürlich Rückfahrkamera. Ja. Ich meine, preislich kann man jetzt zu dem Fahrzeug nicht viel sagen. Da kannst du zwischen 90 und 130 je nach Ausstattung ausgeben. Ja. Das stimmt, ja. Da geht es ja eher ums Basisfahrzeug. Ja, ja, eben. Also da kommt es einfach wirklich drauf an, was für eine Basisausstattung es hat. Ja. Und hier ist natürlich das große Offroad-Paket natürlich dabei, was natürlich auch einen großen Batzen dann einfach auch ausmacht von dem her. Das wird jetzt schon mal Spaß machen, das Ding mal ordentlich durchs Gelände zu. Das kann man hier tatsächlich sehr gut machen. Ne? Das ist natürlich mega. Ja, genau. Da siehst du auch den Gepäckträger mit dem Ersatzrad noch mit drauf. Echt ganz cool. Vor allem, wir sehen auch gleich die Internetadresse. Ja. Auch wichtig, wenn ihr da Interesse habt. Gibt noch weitere Videos und wir sind auch fleißig dabei, noch mehr zu machen. Nachher kommt dann auch ein schöner VW, den wir auch noch gleich mit abfilmen, damit ihr den bald seht. Und jetzt mache ich mal kurz zu. Wir hören uns aber eigentlich normalerweise trotzdem. Ja. Damit man das Ganze noch mal geschlossen sieht. Ja, steht schon prima prächtig da. Saparalut. Das würde schon mal richtig Spaß. Ich sehe mich da jetzt gerade irgendwo Marokko, Hoher Atlas. Oh ja. Zeit müsste man haben. Hoffentlich bald wieder. Ja, hoffentlich können alle bald wieder ausschwärmen. Und wir sind aber guter Dinge. Ja, ja, das ist jetzt die H2-Höhe mit diesem Serienhochdach, mit dem kleinen. Und dafür haben wir das einfach ausgerichtet. Wir haben hier hinten, noch sieht man das nochmal. Da sind hier auch noch so Halterungen dran. Das ist auch so auf Kundenwunsch, dass man von außen da noch eine Halterung dran machen kann. Da kann man alles Mögliche hinmachen. Hier werden aber in der Regel die Sandfläche befestigt. Ja, genau. Können ja schon zur Optik, auch wenn man es nicht allzu oft braucht. Aber so ein kleiner Knaller noch da dazu. Ja. Hier ist noch Wasserbefüllung. Auch ganz wichtig. Wir haben hier so 50 Liter Frischwasser. Und wir haben jetzt zwei Abwasserkanister. Einmal mit 50 und nochmal mit 20. Ja. Genau, da gibt es natürlich auch ein bisschen Spielvarianten. Und da vorne steht er schon, hinter dir. Ja. Wir leuchten schon mal drauf hin, oder leuchten. Ach, wir halten die Kamera schon mal drauf, weil den gibt es als nächstes. Da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, hier haben wir mal in groben Zügen alles gesagt. Ja, weitere doch. Infos über euch, weil die Range ist groß, der Fragen natürlich, und Antworten. Genau. Also Frage ist natürlich einmal in der Küche, wie viel Platz da auch ist. Da gehen wir natürlich auch ein bisschen unters Bett, dass wir da natürlich auch Sachen verstauen können, weil das ist immer eine große Frage. Ja, wo bringe ich meine ganzen Küchensachen unter? Ja, klar. Da haben wir noch ein paar Schubladen, aber. Zwei Personen ist das problemlos. Hat man ja gesehen, hinten mit dem Boxensystem, da kann man Schwerlastschublade einbauen oder sonst was. Ja. Prima. Niki, danke für diese schöne Vorstellung. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bleib's dran. Like da lassen. Köhler anrufen. Ihr wisst schon. Tschüss.